So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle. Trivulus Let's Play. Eine neue Runde. Hearthstone Heroes of Warcraft. Yo. Letztes Mal, gestern, habe ich ja noch so zum Ende gefragt, hatten wir Lethal? Der Gute hatte natürlich nur noch 10 live und ich habe nur so auf die beiden mittleren Karten gesehen und bin schon auf 9 gekommen und habe dann gedacht so, ja, hatten wir. Ja, gut, der Mech-Mage, der hat funktioniert und ich gehe jetzt mal wieder dahin zurück, was ich schon mal gemacht habe. Und zwar, dass ich, dass ich ein Deck so lange spiele, bis ich mit dem Deck auf die Schnauze kriege. Und wenn wir jetzt halt 6 Wochen Jaina spielen, dann ist das halt so. Dann spiele ich zwischendurch sowieso was anderes. Okay, was haben wir hier auf der Starthand? Auf der Starthand, den möchte ich natürlich gerne behalten. Das ist nämlich eine wunderbare Karte. So, gegen was werden wir spielen? Tempo Mage oder Freeze Mage? Ich nehme an Freeze Mage. Ach, und ich weiß gar nicht, hatte ich das schon erzählt? Nee, ich habe das gestern gar nicht erzählt, ne? Die neue Karte ist endlich da. Da. Hier, yeah, schön animiert, das alte Scheißteil. Ich bleib bei der Draenor-Karte. Weil die Draenor-Karte, warum eigentlich? Das wurde ich neulich übrigens auch mal gefragt, aber das war jetzt nicht so Let's Play-technisch, sondern das war so generell halt, wurde ich mal gefragt, warum ich eigentlich immer diese Draenor-Karte nutze. Ganz einfach, die outet mich nur als WoW-Spieler. Die zeigt aber nicht, wie lange ich schon Hearthstone spiele oder so. Weil der Gegenüber sagt mir, das wird wahrscheinlich eine Karte, eine Dings sein aus vergangenen Zeiten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wie denn? Verstehe ich ja selber nicht mal. Bop, tschüss. Ob das jetzt richtig oder falsch war, lassen wir einfach mal dahingestellt. Aber ich fand das jetzt gut so. Hauptsache Board Control. Ein Geheimnis. Uiuiui. Zerstäuben. Duplizieren. Ich repariere alles. Okay. Nichts Gefährliches, für eine, wenn ich eine Karte spiele. Und wir ziehen den nochmal nach. Schade, dass ich jetzt noch keine Neutron auf der Hand habe. Ja, so diese Karte gegenüber, die sagt mir, der spielt nicht zum ersten Mal und der spielt schon etwas länger Hearthstone. Und wenn ich jetzt diese hier nehme, dann heißt es eigentlich, sofern der Gegner Ahnung, ein bisschen Ahnung vom Blizzard hat, Alter, zerstäuben zweimal möglich. Spiel den hier einfach. Oh, ein Geheimnis. Spiegelgestalt. Fuck you. Ah. Okay, da war eine Spiegelgestalt bei. Jetzt die Frage. Das andere, wie gesagt, ich habe keine Ahnung über die Mana-Dinger, weil die Geheimnisse, die haben mich noch nie gejuckt. Ist das jetzt duplizieren oder zerstäuben? Was könnte es sein? Welche Karte opfer ich jetzt vor? Ich opfer den jetzt hier. Eisbarriere. Das ist harmlos. Eisbarriere ist ja doch relativ harmlos, so an sich. Ja, das Problem ist nur, sein 5-4er Goblin-Sprengmeister, den er jetzt durch mich hat, der macht natürlich die kaputt und damit macht er die aber auch selber kaputt. Nein, natürlich, voll ins Gesicht. Right in my face, Digga. Okay, mit dem Frostblitz kriege ich aber nur einen runter. Und das heißt, ich habe noch die Monstrosität stehen. Das ist eigentlich egal. Kebam. Kebam. Weg. Opfern. Den spielen. So und so. Ich habe den Todesröcheln-Effekt, an den habe ich jetzt eben gerade von dem Gegner gar nicht gedacht. Hinten und vorne überhaupt und um und rum und um und bei nicht. Ah! Jetzt koste ich mal meine eigene Medizin, so wie es aussieht. Aber wir machen gerade ein bisschen Tempo. Das ist in Ordnung soweit, das können wir mal machen. Den ins Gesicht. Ich will den versuchen, so schnell wie. Achso, der kommt erst nächste Runde. Hoppala. Da habe ich mich ein wenig mitreißen lassen. Ich sollte mir vielleicht doch nochmal hier ziehen, 4 Karten mit ins Deck nehmen. Macht aber nur 3 Schaden. Hä? Oh! Nein.
Nice. Wichser, hätte ich fast gesagt. Wie konnte das jetzt passieren mit der totalen Board-Control, Alter? Ich hab keine Ahnung, ey. Vor allem, ich hab mich leer gespielt, mal wieder. Und Lower Tap habe ich auch noch nicht aus dem Deck geworfen. So, nun nimm das Tempo nicht raus, das war gerade in Ordnung. Wenig nachdenken, einfach spielen. Wenig nachdenken, einfach spielen, wollte ich sagen. Ja, geil, Alter. Ich habe ja schon wieder verloren. Ja, cool. Ja, fett. Ja, ist ja eigentlich egal, was ich gleich mache, weil er hat dann Duplizieren drin. Der wird de facto ein Duplizieren drin haben. Deswegen versuchen wir mal Folgendes. Es ist eigentlich egal, was ich jetzt spiele. Das Ding habe ich verloren. Ah, noch besser. Spiegelgestalt. Das ist cool. Das hat jetzt richtig Gesicht. Not. Das ist scheißegal, was ich jetzt spiele. Das sind... Das sind 7, das sind 9, das sind 10. So, ich kann 2 Karten rausnehmen, kann ich auch aufgeben. So, wo ist der Fuck You-Button? Button? Drohen? Und dann aufgeben. Ja, gut. Soviel zu dem Thema. Ich spiele so lange Mech Mage, bis das Deck nichts mehr taugt. Dieser Fall ist dann halt jetzt eingetreten. Würde ich sagen, spielen wir doch mal einfach eine Runde Dirk. Block habe ich. Jetzt habe ich da eigentlich nur 3 von 500 Siegen. Aber Level 20. Aha. Hier habe ich 34. Ah, hier habe ich 0. Okay. Ich check's wieder mal nicht. Also Face Hunter ist im Moment absolut. Jetzt habe ich Zulok gespielt. Das gibt gleich wieder auf den Kopf. Also ich habe jetzt heute versucht, ja, eine Quest zu machen. Das war, nee, gestern. Für euch gestern, für mich heute. Da habe ich versucht, eine Quest zu machen. Dominanz des Jägers oder Magiers. Und da hatte ich noch so ein Doppel mit drin. Gewinne 2 Spiele mit dem Jäger oder irgendwas anderes. Jedenfalls habe ich gedacht, naja, auch schön. Das kann man dann ja schön aneinander koppeln. Dann machen wir halt mal ein paar Siege. Ein paar Siege mit dem Face Hunter. Und nach, weiß ich nicht, gefühlten 8 oder 9 Niederlagen habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin bald ausgerastet. Ich bin bald total ausgeflippt. Netter Kartenrücken, kenne ich auch nicht. Geht da eigentlich immer on und off? Ich kenne den gar nicht. Das ist immer geil. Also, ich weiß ja nicht, ne, wer jetzt hier so vielleicht World of Warcraft spielt oder so. Es ist immer zu klasse, wenn man irgendwelche Leute bei sich in der Freundesliste hat, die man aus irgendwelchen Random-Raid-Geschichten kennt. Und die dann immer on und off gehen und man immer so denkt, wie war denn das? Wer ist denn das? Oh, knapp. Ah, jetzt? Nein. Tierbegleiter. Grummel-OP. Grummel-OP, Grummel-OP. Dann nehmen wir Grummel mal raus. Und zwar so. Hellfire. Hellfire ist auch eine sehr nette Karte. Fügt einem Diener 2 Schaden zu. Genau, die Karte. Und zwar so. 5-4 ins Gesicht. Facehunter. Der hat sich doch schon als Facehunter quasi geoutet. Da können wir dann Hellfire später nochmal sehr gut gebrauchen. Denke ich mal. Weil das wird hier so ein Facehunter sein, einer oder zweier Mana-Kurve. Ja. Wem das zu schnell geht immer mit den Erklärungen, ne? Schreibt's in die Kommentare. Ich antworte gerne auch, ne? Also so ist es nicht. Das sollte aber jedem klar sein, der Trivolo Let's Play schon ein bisschen länger als 3 Tage guckt. So, was machen Sachen? Komm schon, spiel was. Machen wir Feuerwerk. Mein guter Face, Santa, gay Face. Oder bist du AFK? Oder hast du schon Rage Quit gemacht? Nein, da bist du ja noch. Warum habe ich so eine Karten nicht? Was lang? Wieso? Wieso habe ich so eine Karten nicht? Spielen wir das Nerubische Ei oder doch lieber den Boss der Wichtelgang? Weil die Eisenschnabeleule, die spare ich mir noch ein bisschen auf. Ich spiele mal den Boss der Wichtelgang. Einen ins Gesicht.
Ey, ich kenne das Deck jetzt von mir selber gerade spontan nicht, aber irgendwie, Alter, da steht 21-19. Ich habe schon so ein ganz blödes Gefühl. Hellfire lohnt halt nicht. Das stellt sich mir jetzt eigentlich gerade schon wieder die Frage, warum habe ich eigentlich immer so ein Pech? Wieso zum Teufel muss ich, arme Sau, eigentlich immer so ein Pech haben mit dem Card Draw? Ich verstehe es einfach nicht. Es will mir einfach nicht in den Schädel. 5 haben wir, das ist gut. 2-1, den setze ich hier zwischen. Bringe den zum Schweigen. Puff. Und dann spiele ich den Terrorwolf Alpha hier zwischen. Ich müsste eigentlich den 3-1er mal austauschen da. Schön wäre es jetzt ja, wenn ich diese eine Karte kriege, dessen Namen ich jetzt natürlich gerade nicht weiß. Bringt mir Stahl. Nein, den bringe ich dir ganz bestimmt nicht, mein Freund. Oh, Explosive Trap. Uiuiui. Hä? Ach so. Das alte Glevengewehr. Wie gesagt, ich habe immer ein Pech. Das ist abnormal. Das ist total abnormal. Schnauze. Löse ich die Explosive Trap jetzt aus? Nee. Jetzt löse ich sie aus. So finde ich das gar nicht so verkehrt. Dann spielen wir den noch dazu. Also ich werde jetzt bestimmt nicht noch einmal meine Heldenfähigkeit drücken. Weil das würde mich, glaube ich, voll ins Nirvana schießen. Ich denke mal so. Also, ja, Hexenmeister ist auch, ich glaube, diese Klasse oder diesen... Ja, Klasse ist das. Die werde ich niemals in irgendeiner Art und Weise auf Gold bekommen. Never ever. Fügt allen Gegnern 3 Schaden zu. Theoretisch, wenn der mir jetzt gleich irgendeiner Art und Weise doch gefährlich werden könnte, sollte, müsste, täte, was er eigentlich schon ist. Konnte man mir gerade folgen? Ich glaube. Der ist mir eigentlich schon ziemlich gefährlich. Ich wollte gerade sagen, der gibt sich jetzt doch nicht selber. Ah, eine Spottkarte. Hervorragend. Ich spiele Hellfire. Total dämlich, Alter. Allen nicht-dämonischen... Gottes Willen, Alter. Gott im Himmel, Sack voll Mais. Warum habe ich das denn jetzt schon gespielt? Vor allem, ich habe mich selber damit irgendwie... Blöde. Ich wollte die Karte nur weghaben. Und habe nicht dran gedacht. Ja, komm, leck Arsch, Alter. dumm. Das hätte ich noch drehen können, wenn ich jetzt nicht das bescheuerte Hellfire gespielt hätte. Ja, gut. Also, ihr seht, heute war das wieder, ne? Also, das war wieder... Gott, alles klar. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, bleibt mir gewogen, bleibt mir treu. Haut da rein und tschüss.